Hi, ich bin am Wochenende in den Genuss gekommen, mit meiner Freundin im Koop-Modus die Beta des perfekten Spiels zu spielen, welches alle Elemente bereits bekannter, erfolgreicher Spielereien in sich vereint. Meinen Erfahrungsbericht dazu gibt es jetzt. Meine Freundin Anna hat den Hauptcharakter gespielt und durfte zuerst in den Charaktereditor. Zuerst muss man ganz klassisch die Rasse wählen, Elf, Zwerg und so weiter. Fein, Elf Fantasy, gut. Für die habe ich sowieso ein Faible. Dann noch schnell so Nikia, Rosa, Linde oder gib halt was ein. Schnell durch den Charaktereditor durch und bam, die sieht ja ähnlich. Aber egal, komm zu Potte. Ja, ist ja gut, ich muss nur noch schnell mit O bestätigen. Du weißt schon, dass dein O Kreis ist. Core Gamer wüssten das. Die Info müsstet ihr hinter die Ohren schreiben. Egal. Die Story spielt anno 2012 in einer Open World. Die ganze Erde, haarklein nachgebaut. Man kann wirklich überall hin. Nach Kassel, wen ja, dann sollte man seinen deutschen Personalausweis mitnehmen. Oder vielleicht findet man eine Fahrt quer durch die Botanikula. Wenn man zum Beispiel auf eine Farm will. Oder vielleicht Mario Party machen. Egal, man kann mit Jet, Moto, Boot oder Auto überall hinfahren. Wenn man stirbt, spawnt man im nächsten Krankenhaus. Man kann auch alles Mögliche erklettern, zum Beispiel Kräne. Das habe ich so gerne gemacht, das war schon fast Krantourismus. An manchen Stellen wirkt die Welt natürlich etwas leer, aber eine große Sammlung an Minispielen macht das wieder wett. Man kann aus Pappe Tiere basteln, sich ein Ei kochen oder man braidet sich was oder man isst nur einen kleinen Snake. Doch etwas genauer zur Story. Schwerpunkt ist die Freundin unserer Spielfigur, die sie kennt seit ihrer Kindheit. Oh, wie heißen die nochmal? Cindy, Kate, Rachel, Catherine? Was? Kate? Ah, okay. Kate, die als sehr sexy Guild Wars. Sie ist vorlaut, dreist und mit einem Kessen Mundwerk bestückt. Sie führte ein glückliches Leben, bis es ins Kritische abdriftete. Nach der Schule gab's für sie kein Summa cum laude und sie litt am Burnout-Syndrom. Dann ist sie in die Gothic-Szene abgerutscht, wo sie sich obskuren Fest-Cell-Spielen hingab. Mitte 20 war sie innerlich komplett zerrissen und arbeitete seitdem in einem Portell und blubbert regelmäßig eine Pong. Ja, das geht einem ziemlich an die Nieren. Also sagt sich unser Charakter, hey los, wir retten sie, ich bring sie nach Hause zurück und schenk ihr ein neues Leben. So zieht man auf der Suche nach Kate durch die Welt. Ein wenig weiter in der Story und wir sahen Andreas. Ein ziemlicher Messi. Seine Wohnung war sehr staubig, denn ein Messi fegt nur sehr selten. Jetzt kommt der Twist, Ted Metal nicht existieren, käme er zum Aufräumen. Da Andreas aber seit seiner Kindheit an der Metal Gear so litt, und bei Musikhören immer in einer Art Gearsuff war, kam er fast zu nichts anderem. Er ist auch ziemlich Doom und schwänzte oft die Schule, was sicher auch am Einfluss des Metals lag. Er würde sogar auf Arbeit beim Radiosender Jet Set Radio gerne Metal spielen, aber sein Chef sagt, Metal off on air. Bevor wir weitergingen, outete er sich noch als Emma Watson Fan. Ei, Emma live sehen. Oh, WoW, das wär's, murmelte er, als wir uns verabschiedeten. Während wir weiterfuhren, wurde es langsam dunkel und ich sagte, los, wir rasten an dem Hotel, komm, Betten stehen bereit. Wir schlafen erstmal, denn das kann einem nie schaden. Und fahren heiter morgen weiter. Aber Anna war dagegen. Fuck! Kreischte sie. Wir müssen Kate retten. Okay, wenn das Vibe-Auto fahren will, na gut. Und tatsächlich kamen wir wenig später an das Portell, in dem Kate arbeiten sollte. Ziemlich schäbig, aber mit großer Auswahl. Ich dachte mir, ich teste 3, 4 der Mädels mal, aus Recherchegründen. Und Anna sollte mir eine gute aussuchen. Nimm die, sie da, oder nimm lieber die, sieht die nicht besser aus? Weil sie durch ihre Augen wie ein Reh sieht, denn die will es. Sie will leise schon aus. Da, sie lockert schon ihr Rockbändchen. Außerdem macht mir ihr Popo Lust auf mehr. Okay, und das stört dich nicht, dieses schlecht gefärbte Pony, ja? Na gut, Dota, komm her.
Und so gingen wir alle drei zusammen Hand in Hand in ein Zimmer. Okaminenfeuer. Edler als ich dachte und mit der hübschen Musik im Hintergrund macht es den ersten Eindruck wieder wett. Da bemerkte ich, dass die Dirne etwas streng roch. Das bedörrt mich aber nicht gerade. Besprühe dich mit Deo, Sex gibt's danach. Nein, nein, nein! Ich dachte nur, wie reden die mit mir? Geschockt sah ich, wie zwischen ihren Beinen Blut aus ihrem Tempel rann. Unter Tränen sagte sie, ich bette viel, dreimal am Tag mindestens, dass sie mich gehen lassen sollen. Wie können wir dir bloß helfen? Anna, schau mal an den Fenstern, ob die Gitter hier rostig sind. Vielleicht kann man da ausbrechen. Nein, die sind ziemlich stabil und hier ist auch keine Brechstange. Aber da ist ein Vorhängeschloss. Vielleicht weiß sie die Kombination. Boah, hämmer einfach drauf ein und schau mal das Geländer am Sims. Sieht die Konstruktion stabil aus? In dem Moment kamen ein paar Schlägertypen in den Raum. Ich dachte erst, dass es drei wären. Aber nein, es waren vier. Saints Rowdies oder Hitmen, egal. Den ersten stieß ich mit beiden Alan Wake von mir. Für die anderen gab's kurzerhand in die Fresse. Mit einem Falkenpunch artet sonst aus hier. Dann flohen wir aus dem Gebäude. Doch da stand schon der Zuhälter, Max Payne. Ein typischer Sesselfurzer. Er war kräftig gebaut. Ach, was sag ich, er sah aus wie ein Fettprinz. Es kann nicht wahr sein, wie fett er war. Und da, an seiner Seite hatte er Kate. Und Anna bemerkte, die sieht leeren Blickes und komplett 4-2 fällt rein. Sie ist blind, Herr selbst hat ihr die Augen zerstört, meinte eine Edeldirne hinter uns. Sie ist mein, Kraft meines Amtes als Zuhälter, schrie er. Boah, der Lance Armstrong des Rotlichtmilieus. Man sah seinen Reichtum, Raider aus Gold an seiner gedunten, an der Echo Chrome verzierten Limousine. Da wird man sofort neidisch. Mit Neidklappe halten geht nicht. Und scheinbar bekam mein Charakter ein flaueres Gefühl im Magen. Er schrie, Tribes nicht zu weit. Du wirst hier Kanan lynchen. Ich spei rotes Feuer vor Wut. Ich kill so einen dreisten Bastard wie dich, ohne zu zögern. Doch dann brach die Internetverbindung ab. Mein Account erstreikte. Scheiß Online-Zwang.